Das neue Hauptquartier der Khan Academy liegt in der Mattechaussee 314. Es hat 200 Fenster und 7 Stockwerke. Auf den Parkplatz passen 90 Autos. Das Gebäude für sich ist 63 Meter hoch. Wie hoch ist jedes Stockwerk? Ich würde dir empfehlen, halt am besten das Video an und versuch dich einmal selbst an der Aufgabe. Okay, dann probiere ich mal mein Bestes. Also erstmal gucke ich mal, welche Informationen ich eigentlich wirklich brauche. Ich will wissen, wie hoch jedes Stockwerk ist. Das heißt, ich muss nicht wissen, wo das Gebäude steht. Das heißt, die Adresse ist eigentlich vollkommen unwichtig. Mich interessiert auch nicht, wie viele Fenster das Gebäude hat, weil hier wissen wir, wie hoch es ist. Aber 7 Stockwerke, das scheint interessant zu sein. Vor allem, weil ja hier unten auch noch gesagt wird, wie hoch das ganze Gebäude insgesamt ist. Also, bevor ich jetzt hier zu viel auf einmal mache, hier steht was von 63 Metern. Das heißt, das ganze Gebäude ist 63 Meter hoch, also wie wird das? Dieser Teil hier, das sind 63 Meter. Okay, und ich weiß, dass es 7 Stockwerke gibt. Gut, das sehe ich ja im Bild sogar auch schon. Also hier ist, upsala, das war nicht so schön. Zweiter Versuch. Hier ist ein Stockwerk, hier ist das zweite Stockwerk, hier ist das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste und unten das siebte. Okay, super, das passt schon mal. Sind also auch 7 Stockwerke in dem Gebäude. Das heißt, wenn ich jetzt die Gesamthöhe, also die 63 Meter, durch diese 7 Stockwerke hier teile, dann müsste ich ja eigentlich wissen, wie hoch jedes Stockwerk sein sollte. Das heißt, wenn ich rechne 63 geteilt durch 7, dann müsste ich eigentlich auf die Lösung kommen, die ich jetzt einfach mal Fragezeichen nenne, weil die Zahl kenne ich ja noch nicht. Okay, 63 durch 7 ist eigentlich das gleiche wie, du könntest dazu könntest genauso gut fragen, 63 ist das Ergebnis von 7 mal Fragezeichen. 7 mal Fragezeichen. Und wie komme ich jetzt auf das Fragezeichen? Naja, also ich würde jetzt einfach die Vielfachen von 7 ausprobieren und dann halt schauen, ob ich irgendwann auf 63 komme. Also, das mache ich jetzt mal hier unten. Also, ich fange mal an mit 7. Das ist halt das 1 mal 7. Ich schreibe mal einfach nur das Vielfache oben drüber. Dann 7 plus 7 ist 14. Das ist das zweite Vielfache. Dann 21 ist das dritte. Das vierte ist 28. Das fünfte ist 35. Also ich addiere einfach immer nur plus 7 zur letzten Zahl. Das sechste Vielfache ist dann 42. Das siebente ist 49. Das achte, 49 plus 7 sind 56. Das neunte ist 63. Ja, das passt ja. Das heißt, ich weiß jetzt also, lass mich am besten klein ein bisschen runterscrollen. Ich brauche noch ein bisschen mehr Platz, so vielleicht. Das heißt, ich weiß jetzt, dass, nee, das war eine andere Farbe, das Fragezeichen das gleiche ist wie 9. Weil ich hier gesehen habe, dass 9 mal 7 das gleiche ist wie 63. Okay, jetzt sollten wir vielleicht am besten noch einmal kurz gucken, ob das Ganze wirklich auch Sinn ergibt, was ich jetzt hier gerade ausgerechnet habe. Also ich habe ja gesagt, ich schreibe es vielleicht einfach nochmal, wo schreibe ich es hin? Hier unten schreibe ich es nochmal gesamt hin. Also 63 habe ich gerade eben ausgerechnet, ist das gleiche wie 7 mal 9. Wie 7 mal 9. Mal 9. Das heißt, was ich jetzt ja behaupte ist, dass jedes einzelne Stockwerk hier in dem Bild müsste 9 Meter hoch sein. Das heißt, die Decke vom ersten Stockwerk wäre auf einer Höhe von 9 Metern. Und dann das zweite Stockwerk wäre dann auf einer Höhe von 18 Metern. Und das dritte Stockwerk wäre dann auf einer Höhe von 18 plus 9, 27 Metern. Das vierte Stockwerk wäre dann bei 36 Metern. Das fünfte wäre bei 45. Das sechste wäre bei 54. Und die Decke vom siebten Stockwerk ist ja auch gleichzeitig dann die Decke vom ganzen Gebäude sozusagen, wäre bei 63 Metern. Okay, das passt also. Das heißt, was ich gerade gemacht habe, ist, ich habe dir gezeigt, dass 7 mal 9 das gleiche ist auch wie 9 mal 7.
nämlich 63.